Willkommen zurück zu einer neuen Folge Dragon Age oder Dragonage, je nachdem wie ihr es nennen wollt. Kann ja sein, dass auch Franzosen unter uns sind. So, warum sind da dauernd so Abis? Ich gucke mal eben hier im Charakter Pogen. Ne, wir haben ja festgestellt, der Pogen mit P. Einen Punkt haben wir. Schildschlag. Schildwall. Wirbelnder Ansturm. Schütze verwirbelst dann mit einem geschwungenen Schlag herum. Erster Angriff erfolgreich. Du kannst den Angriff nutzen, um die Distanz zu deinen Gegnern zu überbrücken. Da bin ich für. Eine dritte Fähigkeit. Während ich hätte gerne das ausgetauscht, denn das finde ich wichtiger. Erst anstürmen, dann verletzen und eventuell auch noch Kriegsschrei machen. Ne? Damit Dinge geschehen. So. Zurück. Zurück. Ne, warte mal, der Charakter Pogen muss ja auch für die anderen gemacht werden. Varric. Zwei verfügbare. Warum ist der denn eigentlich, da ja nun schon in allen Teilen dabei war, wieder auf Level 1 gewesen? Springst durch die Schatten, um deinen Gegner mit tödlichen Angriff von hinten zu attackieren. Zwillingsfangzähne, greifst beiden Dolchen an. Das halte ich für wenig klug. Bogen? Schon eher. Du hast mehr Schaden, wenn du von einer erhöhten Position ausschießt. Du hast gelernt, bislang noch unverletzte Gegner für Selbstsicherheit bluten zu lassen. Sehr gut. Explosiver Schuss, wuchtiger Schuss vom Gegner ab, trifft er, explodiert und fügt seinem Gegner besser dessen Nähe Schaden zu. Das ist auch supi. Krähenfüße. Mhm. Gut. Cassandra. Die ist gerade schon sehr am Rumverteidigen. Zwei Punkte hast du noch. Komm, ich verstärke die Angriffe, die du sowieso schon nutzt. Okay, das kostet auch zwei. Und Solas, Geist. Sturm, Inferno, Winter. Ich mag Eismagie sehr gerne. Wirkungsbereich 3 Meter. Fügt auch... Aha. Wenn du stillstehst, verfällst du in einen Zustand der Meditation, der Mana schneller wiederhergestellt, die Fähigkeiten verkürzt wird. Oder Mana-Woge. Barriere setzt eigentlich wieder Magie frei, wenn sie vor allem... Gut, machen wir. So, dann sind die auch schon mal ausgerüstet. Alle rumgefähigkeitet. Also das ist hier, wie gesagt, die Maps sind schöner, einzigartiger und wesentlich open-worldiger als noch im zweiten Teil. Das finde ich schon mal wesentlich besser. Königliche Elfenwurzel. Was ist denn da so viel besser dran? Wir sollen hier helfen und sammeln erstmal Kräuter im Wald. Wir lesen gleich. Plündern. Brief in einem Lernhaus. Brithis. Ich weiß, du bist mit den anderen Magiern entkommen und ich weiß, dass du hierher kommen wirst. Vater hat dir gesagt, dass er dich bei einem Fehltritt verlustig hier. Das Haus hat einfach hier normalen Boden. Hier sind überhaupt keine Dielenbretter verlegt. Dass er dich bei einem Fehltritt deinerseits selbst zur Strecke bringen wird. Wenn du herkommst, weißt du, dass er tot ist. Aber ich bin es nicht. Ich werde Abtrünnige töten und beim Haus vom alten Pfennig im Norden auf dich warten. Ich habe Vaters Schwert und meine wahren Brüder sind bei den Templern. Komm, wenn du Manns genug bist. Es könnte sich lohnen, dem nachzugehen. Okay. Wer legt denn keine Dielen bei sich aus? Ich guck mich mal so um, was hier so los ist überall. Bist du?
Widder. Eine Krähe. Wäre das hier? Dann gucke ich da mal. Hier ist ein Lager aufgeschlagen. Da, 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 da. Was ist denn hier los? Oh, die verkloppen sich. So. Einer weniger. Schöne Siege hier auf dem Boot. Die wir aber scheinbar sind in die Hügel geflohen. Nicht begehen sollten. Festung der abtrünnigen Magier. Sollen die Narren in Redcliffe doch den guten Magier spielen, so wie immer? Wir kennen die Wahrheit. Die Welt gehört uns. Wir werden sie erobern und jeder nutzlose Bauer, der je einen Stein nach uns geworfen hat und jeder Templer, der abschätzig unsere Läuterung angestarrt hat, soll es wissen. Folgt dem Weg zum Hexenwald und findet eure Brüder. Brief und eine so schlampige Handschrift, dass er kaum zu entziffern ist. Natürlich wehren sich die Magier irgendwann mal. Ne? Die Konklave hat ja auch ewig Mist gebaut, ne? Also die haben halt die Magier einfach nur für die Fähigkeiten, ne, also einfach nur dafür, dass sie gefährlich sein könnten, haben sie einfach quasi allen das Magiersein verboten. Das ist halt, weiß ich nicht, also wenn ich Leute general verdächtige, einfach weil sie einer Zugehörigkeit angehören, bin ich nicht vertraut. Naja. Ein Astrarium. Astrarien erlauben es, die Geheimnisse des Himmels zu entschlüsseln. Bilde der Darstellung des Sternbild nach, indem du die Linie miteinander verknüpfst und dieselbe Linie zweimal zu durchziehen. Oh, ich verstehe. Da ist ja hier das Bild vorgegeben. Nein. Jetzt müssen wir hier noch rumrätseln. So. Ein Schwert. Sternbild Judex. Das Sternbild Judex wird als nach unten gerichtetes Schwert dargestellt und Volksmund häufig das Schwert der Gnade genannt. Und das, obwohl diesen Stern das Bildnis des Schwertes schon lange vor Andrastes Lebzeiten zugeordnet wurde. Judex bezog sich im alten Tewin auf das Konzept der Gerechtigkeit, wobei ein nach unten gerichtetes Schwert einen Schuldspruch bedeutete, was in jedem Zeiten gleichbedeutend mit einer Hinrichtung war. Also Hinrichtung ist immer gerecht, total. Nun, da dieses Symbol eine neue Bedeutung besetzt und auch vom Templerorden genutzt wird, ist die alte Deutung in gelernten Kreisen selbstverständlich verpönt. Merkwürdig. Wo führt das hin? Naja. Ich weiß es auch nicht, außer dass es davon noch zwei gibt. Astrarien. Bezüglich eurer Anfrage hinsichtlich der sogenannten Astrarien sind wir der Überzeugung, dass sich bei ihnen um ein Relikte eines Kults aus der präandrastischen Epoche des Reichs von Tewinter handelt. Nun, was würde man in einer Gesellschaft, die die alten Götter anbetet, als Kult bezeichnen? Eine Gruppe von Magistern, die an die Zerschlagung des Magiertums glaubte, jenes herrschenden Organs des Reiches, das festlegt, welche Magier den Titel eines Magisters erhalten und welche nicht. Die Mitglieder dieser Gruppe strebten die Rückkehr zu einer führenden Ordnung an, in der die Träumer herrschten. Und es gibt Belege dafür, dass sie in ganz Tewinter aktiv waren, wenn auch hauptsächlich in den Grenzgebieten. Dort haben sie ihre Geheimnisse sowie ihre Schätze sicher verwahrt und womöglich auch geheime Treffpunkte eingerichtet. Obwohl wir uns dessen nicht sicher sein können, zu denen allein das Wissen um alte Astronomie Zugang gewährte. Eine Kunst, die, soweit wir wissen, in späteren Epochen Tewinters zunehmend aus der Mode kam.
Unsere Nachforschungen haben ergeben, dass jedes der Astrarien den Standort eines geheimen Lagers preisgeben konnte, sofern man wusste, welche drei Sternbilder der dortigen Vorrichtung zugeordnet waren. Wurde die ihnen innewohnende Magie in der richtigen Anordnung verbunden, wurde der Standort enthüllt. Im früheren göttlichen Zeitalter machten sich viele Andraste-Kulte, insbesondere der Orden der flammenden Verheißung, auf die Suche nach diesen Relikten und zerstörten nicht wenige von ihnen. Warum? Weil sie glaubten, die Astrarien würden den Schleier zusammenhalten, sodass durch ihre Zerstörung der Schleier und somit auch die Welt vernichtet würden. Es ist wie bei allen Kulten, die wahren Gründe für ihre Taten sind für moderne Denker nur äußerst schwer nachvollziehbar. Ja, geht. Reindenken kann man sich ja schon. Guck mal, hier sind auch Schwerter, die hier so reingesteckt sind in den Boden. Also, alles. Ja. Nee, ich will da lang. Das da will ich finden. Mal erstmal, hier ist noch Eisen. Also ich finde die Karte teilweise verwirrend. So, das ist der falsche Weg. Dann müsste das doch da sein. Ja, na also. Er hat das eben nur nicht so schnell angezeichnet, war ich verwirrt. Da. Eisen. Das erinnert mich irgendwie an ein Gronkh-LP, was ich mal gesehen hatte. Minecraft. Damals haben alle noch dauernd gemeckert, du hast da Eisen übersehen. Was total sinnlos ist, weil man weiß ja hinterher nicht mehr, wo das war. Das kann man ja nicht nachholen dann. Nehmen. Skizze von Kalanets Brückenkopf. Aha. Ist das jetzt wichtig gewesen? Risse in den Randgebieten. Ich glaube, wir machen uns aber echt erstmal auf den Weg, dieser Straße zu folgen, um da hinten an der Kreuzung unsere Quest zu erfüllen. So, hier ist noch eine Hütte, die gucke ich mir natürlich an. Oder ist das die, in der wir schon waren? Das ist da, wo wir, glaube ich, schon drin waren. Ja, ich sehe den Zettel da noch hängen. So. Mutter Giselle müsste hier irgendwo sein. Bestimmt finden wir die noch. Oh Mann. Hier haben sie sich gekloppt. Warte mal, erstmal Eisen. Inquisitionstruppen. Sie versuchen, die Flüchtlinge zu beschützen. Sieht aus, als könnten sie Hilfe gebrauchen. Entdeckt die Wegkreuzung. Ich fürchte, das interessiert sie nicht, Sucherin. Die Templer, die Ollen. Sie alle. Na, ihr seid euch ja einig. Gibt's hier noch irgendwie was? Was ist das? Sehenswürdigkeit. Ich glaube, sowas können wir uns immer noch ansehen. So. Auf den Kopf. Der geht auf mich. Immer diese Zwerge. Wer holt hier wen? Treibt sie raus!
Haltet euch bereit, da kommen noch mehr. Wo? Von der anderen Seite. Unglaublich. Läuft doch. Das sind ganz schön starke Eisattacken, ne? Das war's. Tschuk, tschuk. Gardist. Also wir alles freischalten. Da könnte man noch so viel mehr lesen, als wir sowieso schon tun. Das ist also das Zeichen der Inquisition. Dieses Auge da mit diesem Geflibbel. Hier gibt es Magier, die eure Wunden heilen können. Haltet still. Sie sollen mich nicht anfassen, Mutter. Ihre Magie. Wird sie für einen guten Zweck eingesetzt, ist ihre Magie gewiss nicht böser als eure Klinge. Aber... Still jetzt, guter Mann. Erlaubt ihnen, eure Schmerzen zu lindern. Mutter Giselle? Magie ist wie eine Waffe, genau. Kommt drauf an, wofür man sie einsetzt. Müsst der Herold Andrastes sein. So werdet ihr doch genannt, nicht wahr? Wollt mich sprechen? Ihr seid nicht gegen Magie? Was ihr diesem Soldaten gesagt habt? Wir lehren nicht, dass Magie böse ist. Unsere Lehre besagt, dass Stolz böse ist. Und nicht nur Magier verdirbt. Aber ich habe euch nicht hergebeten, um mit euch zu debattieren. Warum bin ich dann hier? Ich weiß von der Anklage der Kirche und kenne auch die Verantwortlichen. Ich will ehrlich sein. Einige von ihnen sind nichts weiter als Selbstdarsteller, die ihre Chance erhöhen wollen, die neue Göttliche zu werden. Einige andere haben einfach nur Angst. So viele gute Leute, die uns völlig sinnlos entrissen wurden. Ja. Das Geschehen ist schrecklich. Furcht lässt uns verzweifeln, macht uns aber hoffentlich nicht unvernünftig. Geht zu ihnen. Überzeugt die verbliebenen Klerikerinnen, dass ihr kein Dämon seid, den sie fürchten müssen. Sie haben bis jetzt nur schreckliche Dinge über euch gehört. Gebt ihnen etwas anderes, woran sie glauben können. Ich soll sie für mich einnehmen, das soll funktionieren, aber sie wollen meinen Tod. Ihr wollt, dass ich sie für mich einnehme? Wäre ich der Ansicht, das könnt ihr nicht, würde ich es nicht vorschlagen. Werden sie mir überhaupt zuhören? Lasst es mich so sagen. Ihr müsst sie nicht alle überzeugen. Es reicht, wenn einige von ihnen zweifeln. Ihre Macht liegt in ihrer Geschlossenheit. Wenn ihr sie durchbrecht, habt ihr die Zeit, die ihr braucht. Ja. Danke. Es ist gut, dass ihr das macht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Schicksal euch zu uns geschickt hat. Aber ich hoffe es. Denn Hoffnung ist es, was wir jetzt brauchen. Die Leute werden eurem Ruf folgen. Sie werden niemandem sonst Gehör schenken. Ihr könnt die Inquisition zu einer Kraft machen, die uns beflügelt oder zerstört. Ich werde nach Haven gehen und Schwester Liliana die Namen all jener Kirchenvertreter geben, die einer Versammlung zugänglich wären. Es ist nicht viel, aber ich werde tun, was ich kann. Ich finde diese Kopfdinger so lustig mit diesen beiden Stüten denn da so hoch. Mit dem Banner drauf, das sieht so bekloppt aus. Aber naja, sprich mit Corporal Vale über die... Corporal Vale koordiniert die hiesigen Anstrengungen der Inquisition. Wir sollten mit ihm reden. Okay, dokay. Aber erstmal gucke ich, was es hier so gibt.
Stand da eben eine Moorhuhnfeder? Sind das nicht hier die, die man abschießen soll? So, lesen. Das ist echt wieder viel zu lesen. Das bekommt mir beinahe mehr vor als in den ersten beiden Teilen. So. An die ehrwürdige Mutter Giselle, meine Freundin und treue Dienerin des Erbauers. Die obersten Klerikerinnen haben mir berichtet, dass ihr um weitere Hilfe für die Versorgung der Flüchtlinge ersucht habt. Die sich in und um Radcliffe einfinden. Ihr wisst, wie sehr ich eure Bemühungen zu schätzen weiß. Aber es wäre dennoch hilfreich, wenn ihr zukünftig auf die Frage, wie vielen Flüchtlingen wir durch die Bereitstellung weiterer Mittel helfen würden, mit einer Zahl antworten könntet. Anstatt mit der zwar lobenswerten, aber leider auch so ziemlich ungenauen Antwort, so vielen wie möglich. Es bricht mir das Herz, mit ansehen zu müssen, wie dieser Krieg im Land des Erbauers wütet, Giselle. Und ich wünschte, ihr wärt hier im Tempel der heiligen Asche bei mir. Eure Worte haben im Laufe der Jahre so viel zornige Seelen beruhigt und an ihnen wird auf dem Konklave kein Mangel herrschen. Dennoch bin ich froh, dass die Flüchtlinge euch haben, die sich um sie kümmert. Zu viele in den Hallen der Macht haben unsere Gläubigen vergessen. Lasst es mich deshalb bitte unverzüglich wissen, falls irgendjemand versuchen sollte, euch dafür zu drängen, seinen Wünschen zu entsprechen. So der Erbauer will, wird dieser Krieg bald vorüber sein. Giselle, gebt auch euch Acht und seid euch meines Segens gewiss. Auf, nicht auch. Boah, das göttliche Justinia, die Fünfte. Justinia. Ich hau schon wieder alles kaputt. Alles nehmen. So. Ich danke euch. Schnellreisepunkte sind das also. Bist du sicher? Ich weiß es nicht. Unter dem Schutz der Inquisition. So, jetzt sind die alle wieder zufrieden. Alles gut, wie es aussieht. Ich danke. Glees. Hoffentlich ist er nicht fies. So, ich will mich hier erstmal umschauen. Hast du was anderes gesehen? Ich sag ja nur, was ich gehört habe. Jäger der Flüchtlinge. Das ist unser letztes Brot. Es wird eine lange, hungrige Nacht werden. Wo liegt das? Magier, Templer, Banditen, Dämonen. Das macht es einem Mann wirklich schwer, sein Abendessen zu erlegen. Diese Leute brauchen etwas zu essen? Den Hügeln gäbe es genügend Widder. Sie sind schmackhaft, leicht zuzubereiten und es gibt hier keine Lords, die einen wegen Wilderei aufknüpfen. Aber im Moment ist es zu gefährlich, auf die Jagd zu gehen. Die Wahrscheinlichkeit, auf Magier statt auf Widder zu treffen, ist zu groß. Ja, dann lasst mich das machen. Viel Glück. Glück bekommt man kein Fleisch auf die Rippen. 0 von 10 Widderfleisch haben wir. Okay. Die Quest, die nehmen wir mit. Widder haben wir ja schon gesehen, aber ich sah keinen Grund, einen zu erlegen. Ohne einen Grund ist das ja ziemlich doof. War ein langer Tag. Elfenwurzel habe ich so noch aus dem Augenwinkel gesehen. So, ich gucke aber auch mal ums ganze Haus. Nicht, dass hier wieder irgendwas versteckt ist. Da ist zum Beispiel eine Höhle. Ist das hier eingezeichnet? Nee, das, da geht's wohl halt einfach weiter mit der Straße. So, ich sag doch, ne? Gucken, dass hier irgendwas versteckt ist und so. Was man alles nicht gesehen hätte. Wenn man sich nicht alles anguckt hier. Gleich. Gibt's noch was zu plündern? Nö. Dann schaue ich mal. Hast du was anderes gesehen? Notizen bei der Radcliffe-Kreuzung. Die Elfenwurzeln werden knapp. Morgen schicke ich das Mädchen mit einem Jungen aus dem Dorf los, um weitere zu sammeln. Die Kämpfe kommen näher. Radcliffe hat seine Tore geschlossen. Die Flüchtlinge bleiben jetzt an der Wegkreuzung. Habe Flüchtlinge behandelt. Krankheiten und Magenbeschwerden durch verdorbenes Essen. Brandwunden von magischen Angriffen.
Eine ältere Frau hat die Knochenkrankheit. Sie musste vor Abtrünnigen auf ihrem Dorf fliehen, was die Schmerzen noch verschlimmerte. Was ist denn eine Knochenkrankheit? Weitere Flüchtlinge treffen ein. Elfenwurzel und Spindelkraut werden knapp. Habe Schnittwunden, Prellungen und innere Blutungen behandelt. 6 Patienten, 2 sind nun beim Erbauer. Einige Templer hielten sie für Abtrünnige und griffen sie an. Habe an der Wegkreuzung Patienten mit Frosthusten behandelt. Mein Brief nach Radcliffe, bitte um Decken, blieb unbeantwortet. Die Witwe Tain ist im Schlaf gestorben. Habe an der Wegkreuzung Patienten mit Hungerzittern behandelt. Weitere Flüchtlinge sind eingetroffen. Verbrennung, Prellung, schwere Blutungen. Sie waren in Kämpfe zwischen Abtrünnigen und Templern geraten. Musste einem Mädchen den Arm abnehmen, um es zu retten. Ohne Elfenwurzel wird es dennoch sterben, aber es ist zu gefährlich, danach zu suchen. Das Mädchen hat hohes Fieber. Neue Flüchtlinge sind eingetroffen, die unterwegs den brennenden Wagen eines Händlers gesehen haben. Beschreibung passt auf den Wagen vom alten Wind. Es gab keine Leichen, aber der Wagen war ausgeräubert. Es kommen keine weiteren Vorräte mehr durch. Ich denke, das Mädchen kommt durch. Die letzten Elfenwurzeln sind aufgebraucht. Ich stelle Umschläge aus allem her, was ich finden kann. Habe den Flüchtlingen gesagt, sie sollen alles kochen, was sie essen oder trinken. Zu viele werden krank. Giselle kam vorbei und sagte, die Inquisition nahe mit Hilfe. Draußen wird gekämpft. Klingt nach Templern und Magiern. Die Flüchtlinge wurden verstreut. Draußen ist jemand, der schreit. Ich muss helfen. Im alten Heiler, im Wegkreuz und Wildcliffe lebt. Und man nimmt an, dass er bei den Kämpfen ums Leben kam. Oh Mann. Das ist aber auch schon wieder so eine Welt voller Tragödien hier, ne? Varric kann ja ein Buch drüber schreiben. So. Ne, das ist hier okay. Ich dachte schon, da ging es irgendwie rum. Hier gibt's nichts außer was zu lesen. Im Haus in Radcliffe. Vater, ich werde in die Berge gehen, um mich den Leute da oben anzuschließen. Geiles Deutsch. Sie tun das Richtige, während der Rest der Welt im Chaos versinkt. Wir können die Felder ohnehin nicht mehr bestellen, nachdem Meister Dennett und seine Frau uns alle um unser Sicherheit willen fortgeschickt hat. Erhaben. Und ich kann nicht einfach hierbleiben und dabei zusehen, wie die Flüchtlinge vor unserer Tür verhungern. Mutter und du solltet mitkommen, Vater. Dort oben seid ihr sicher und Magier haben keinen Streit mit den Leuten in den Bergen. Und selbst die Templer lassen sie in Frieden. Außerhalb Radcliffs ist das der einzige Ort, an dem man vor diesem vom Erbauer verfluchten Krieg und den Dämonen, die aus dem Himmel strömen, sicher ist. Aber ihr werdet nicht mitkommen, oder? Ihr bleibt lieber auf unserem winzigen Stück Land, nur weil es uns gehört. Ganz wie ihr wollt. Es gehört so lange euch, bis euch diese Wahnsinnigen in ihren Krieg mit hineinziehen. Anschließend seid ihr beide, Mutter und du, nur 2 weitere verkohlte Leichen in einem ausgebrannten Dorf. Ich werde nicht bleiben, um wie ein Narr dabei zuzusehen, wie ihr sterbt, Hindel. Ja, es ist halt wahr, ne? Was ist Besitz, wenn es darum geht, sein Sein zu erhalten? Ach ja, Menschen. Wiegen sich da irgendwie so in einer Sicherheit. Warte mal, irgendwie glaube ich, dass man da hoch kann. Sag mal, könnt ihr mir mal aus dem Weg gehen? Ja. So. Das würde ich, wenn ich könnte. Aha. Satan, die Ratten. Und wenn ich das jetzt eine Stunde probiere? Ich will darüber. Sag ich doch, dass es geht. Warum ich das sage? Weil ich hier die Bretter gesehen habe, die aufs Dach führen. Hier muss irgendwas sein. Sonst wäre das hier nicht. Warum sollte das hier oben zugänglich sein? Wenn hier nichts wäre. Was ist das? Warum kommt man hier aufs Dach? Was bringt einem das? Willkommen zurück. Habt ihr schon die Neuigkeiten gehört? So geht es uns allen. Hä? Verstehe ich nicht, warum man hier hochkommt. Sagt es uns einfach, falls wir
Nee, verstehe ich nicht. Sachen gibt's. Morgen noch mal rumfahren. Es ist gut, sag Bescheid, wenn ihr aktiviert. Ich habe hier zahlreiche Wagen, falls ihr an etwas interessiert seid. Ja, genau. Ja, ja. Ich glaube, wir sind gerade gar nicht so interessiert an irgendwelchen Waren. Denn... So, waren wir hier denn schon drin? Ich glaube, ja. Ja, waren wir, ich erinnere mich gerade. Bist du sicher? So geht es uns ein. Hast du was anderes gesehen? So, und hier war eine Sehenswürdigkeit, ne? Die wollten wir uns nicht angucken, weil wir gerade in Kämpfe verstrickt waren. Drüben ist ein Feld. Ich weiß es nicht. So. Die üben hier. Hier gehört der Inquisitor. Oh, da ist der Vale. Ich bin Corporal Vale. Hab Dank für eure Hilfe. Die Magier und Templer scheint es nicht zu kümmern, wer in ihren Krieg mit hineingezogen wird. Die Flüchtlinge hier benötigen dringend Hilfe. Wenn der Krieg sie nicht tötet, werden es die Kälte oder der Hunger tun. Okay. Gibt es noch weitere Probleme, mit denen die Flüchtlinge zu kämpfen haben? Einige der Leute haben Verletzungen, bei denen es nicht ausreicht, sie zu nähen oder mit Elfenwurzel zu behandeln. Mir ist bewusst, dass Heiler im Moment rar sind, aber wenn ihr in Radcliffe jemanden auftreiben könntet, würde das zahlreiche Leben retten. Okay, merke ich mir. Ihr habt die Sorge geäußert, die Leute könnten verhungern. Ja, viele von ihnen hatten natürlich Lebensmittel bei sich, aber sie dachten auch, sie wären längst wieder zu Hause oder in einer Stadt in Sicherheit. Den Hügel hinauf gibt es einen Jäger, der uns vielleicht weiterhelfen könnte. Da war ich schon. Können wir irgendetwas tun, um die Leute vor der Kälte zu schützen? Ich hatte die Inquisition gebeten, uns Decken zu schicken, aber man könnte meinen, ich hätte eine Wagenladung reines Lyrium verlangt. Ein Rekrut namens Whittle versucht, die Flüchtlinge irgendwie zu versorgen. Solltet ihr Vorschläge haben, findet ihr ihn auf der anderen Seite der Straße. Okay. Was könnt ihr mir über die aufständischen Magier sagen? Die wahren Aufständischen haben sich oben im Norden in Radcliffe verschanzt und kümmern sich um ihre eigenen Angelegenheiten. Die Kerle hier sind einfach nur Abtrünnige. Nachdem sie all die Jahre in Zirkeln eingesperrt waren, sind sie jetzt wahnsinnig vor Macht. Die Aufständischen in Radcliffe wollen nichts mit ihnen zu tun haben. Das kommt davon. Wir könnten sie ebenso. Gebt auf euch acht. Und ihr auf euch. Immer, rennt doch nicht einfach weg, wenn ich mit euch rede. Sollen wir einzelnen Gebieten Stabilität, indem du Risse ins Nichts schiebe, größeren Einflussbereich in der Inquisition, indem du neue Lager errichtest und erledige Quests, um Macht und Einfluss zu gewinnen. Fragen auf, du behältst den Zugang einzigartigen Errungenschaften. Sehr schön. Irgendwie helfen? Dass du mit mir redest und nicht einfach wegrennst. Hungern, frieren, weitere Probleme. Erzähl mir von den Templern. Was könnt ihr mir über die Templer erzählen? Sämtliche Templer wurden vor nicht allzu langer Zeit nach Valroyo beordert. Doch diese Bastarde haben den Befehl einfach missachtet. Und jetzt töten sie aufständische Magier. Sowie jeden Flüchtling, den sie für einen möglichen Sympathisanten halten. Alle Templer, die ich je gekannt habe, wollten das einfache Volk beschützen. Diese Männer jedoch besudeln den guten Namen ihres Ordens. Was könnt ihr mir über den Mann erzählen, der die Inquisition mit Pferden versorgen sollte? Stahlmeister Dennett? Er lebt auf einem Hof westlich von hier. Ein sehr alter Knochen. Wir haben jedoch nichts von ihm gehört. Soweit wir wissen, verschanzt er sich, bis die Magier und Templer damit fertig sind, sich gegenseitig umzubringen. Okay. Gebt auf euch acht. Und ihr auf euch. Reise nach Valroyo und Macht benötigt. 4. Und wo ist jetzt hier die Sehenswürdigkeit, die hier oben sein sollte? Ah, die ist noch nicht hier. Die ist noch ein Stückchen weiter. Aber in die Richtung. Also ist hier oben nur... Oh, Elfenwurzel. Die sagen, die Vorräte gehen zur Neige und sind zu doof, um hier welchen zu pflücken, der hier überall rumsteht. Ich hoffe, das bleibt nicht an mir hängen. Hier. Irgendwo. Warte mal, hier konnten wir...
nicht hoch. Geht mal aus dem Weg kurz. Der Wiederaufbau von Kirkwall geht gut voran. Ich weiß, die Dinge stehen schlecht dort. Ich wollte euch nicht daran erinnern, dass die Lage in Kirkwall katastrophal ist? Habt ihr das Thema deshalb angeschnitten? Ich wollte über den Wiederaufbau reden. Ihr denkt nur an die Gebäude und selbst das wird Jahre dauern. Die Leute werden sich nicht so schnell erholen. Ja, da war schon viel los. Ach ja. Bin ich denn jetzt an der Sehenswürdigkeit? Ich wusel immer drum herum. Ich erwisch die nicht. Oder ist es hier hoch? Karl-Heinz Brückenkopf. So, was ist da drin? So. So, was ist das hier? Eine Kiefer? So. Vielleicht habe ich jetzt den richtigen Weg zu der Sehenswürdigkeit entdeckt. Das klingt magisch. Und wir haben hier gleich wieder Probleme. Oh, da oben ist ein Portal. Plündern können wir immer noch. Kommt mit. So. So, und wie kann ich das jetzt schließen? Da muss man erst alles platt machen, was hier rumhuselt. Menno! So, alle tot. Himmel. So, dadurch haben wir jetzt Macht bekommen. Wofür wir auch immer diese Schattenessenz brauchen, wenn sie denn erscheint, nehmen wir sie doch einfach mal mit. So, Macht 1. Haben wir bekommen. Schön, schön, schön. Da ist noch was zu plündern. Oh, schön, da hinten. Das ist wahrscheinlich die Sehenswürdigkeit. Warum auch immer hier einfach so random ein dunkles Portal war. Wir haben es halt wieder verschlossen. Dieser Turm ist selbst als Ruine noch beeindruckend. Ja, sagte ich doch eben. Ich frage mich, welche Träume sich wohl darin finden lassen. Suchen. V, um eine Suche einzuleiten. Bei aktiver Suche wird in die Richtung verborgener Gegenstände durchpursuchen. Okay. Sehen wir uns mal um. Was ist das hier? Das sieht so babylonisch aus. Ah, das ist eine Pause, okay. Ich wollte mich eigentlich irgendwie ducken, um da reinzukommen. So, den nehmen wir noch mit. Und dich. Und haben wir hier vielleicht noch was? Jede Menge.
Und dich, meine Güte. Was will ich alles kriegen? So, können wir hier noch irgendwo rein oder so? Hier hinten um die Ecke vielleicht? Da ist nur weitere Elfenwurzel, was natürlich auch schon sich lohnt, alleine dafür hierher zu kommen. Wir müssen hier irgendwie reinkommen. Ich gehe mal außen rum und sammle dann noch 100 Millionen Elfenwurzeln ein, bis wir aussehen irgendwie wie so eine... Okay, hier ist nur ein langer Wall. Wir bleiben relativ lange in der Luft, ne? So. Und wenn ihr Story wollt, dann schaltet schon mal morgen wieder ein. Ich bin hier gerade nur noch so ein bisschen... Ich mache gleich nämlich ganz Schluss für heute. Ich nehme jetzt 5 Stunden lang am Stück auf. Das habe ich Ewigkeiten bei keinem Spiel mehr gemacht, was also sehr für dieses Spiel spricht. Meine Bedenken, die ich am Anfang hatte, ich wollte es ja zwischendurch, habe ich schon wieder von meiner Agenda gestrichen, das Spiel mir überhaupt zu holen, weil das halt echt keine guten Bewertungen abbekommen hat. Aber da frage ich mich echt, wieso? Vielleicht hat das echt jeder mit Witcher verglichen. Sehenswürdigkeiten entdeckt. Die Tyrda, Strahlaxtsage, Avarmutter. 2. Strophe, Telm Goldhand, schmierige Finger, protzige Ringe, die blitzen im Licht, gab es in schlechten Zeiten, Stämmen Zuflucht, den Geschwächten Essen, nahmen sie in die Pflicht. Okay, also doch. Krieger in gewaltiger Zahl, mit sonnengeküssten Schwertern fochten sie seine Kriege, mit Dragoschuppen gerüstet, führten an salzigen Küsten ihn zum Siege. Er erzählte von einem Schatz, der glänzte weit im Norden, geflüsterter Traum von der goldenen Stadt, dorthin trieb er die Horden. Geleitet nur von Schlafesbildern, von denen Klügere nicht gierig geworden, trieb er seine Stämme an, bis sie schrien, folge den Träumen, kreuze das Meer, ohne je nachzugeben. Ja, okay. Okay. Haben wir jetzt eingenommen hier? Ist es gut? Nehmen wir an. Ist es gut? Ne, warte mal, hier waren wir. Kann man hier oben noch? Und da muss man noch da hinten rein, weil da konnte man ja reingehen. Sag mal, hier musst du doch reinkommen. Wie kommt man da rein? Satan. Oder kommen wir hier an der... Da drin, da leuchtet irgendwie was. Oder hier hochklettern an den Ranken. Hey, wir müssen dich jagen. Einer weniger. Es geht mir nicht um einer weniger. Es geht mir ums Widderfleisch. Ich guck nochmal kurz. Alles nehmen. Einige Zeit her sein, dass die abtrünnigen Templer einem fähigen Magier gegenüberstanden. Eigentlich wollte ich gerade nur mal gucken, ob ich irgendwie hier mit der Mauer... Mist, also wir kommen da irgendwie im Moment zumindest noch nicht rein. Wir müssen das irgendwie freisprengen oder so. Ich jedenfalls würde hier erstmal speichern. Frostgipfel speichern, Spielstand speichern. Yep.
Und würde dann auch erstmal beenden für heute, weil über 5 Stunden Aufnahme ist nun echt genug. Es kommt, glaube ich, gerade noch StarCraft. Also heute soll StarCraft rauskommen und das kommt meistens mittags raus in Amerika. Also denke ich, dass ungefähr seit einer Stunde oder in einer Stunde, ich weiß nicht mehr, ob 17 oder 19 Uhr, werden neue Missionen auf StarCraft hochgeladen. Und auch die werde ich auf jeden Fall noch gleich daddeln. Da warte ich ja extrem drauf. Gut, meine Lieben. Ich würde sagen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Ich finde das Spiel richtig cool. Und ja, vielleicht sehen wir uns ja morgen schon wieder. Ich weiß nicht, muss ich gucken, wie ich das gerendert, geschnitten, geladen kriege. Ist auf jeden Fall echt cool hier. Das gefällt mir sehr. Also ich kann absolut nicht verstehen, warum hier die Bewertungen nicht so toll waren. Es mag sein, dass mir das irgendwann fad wird. Gerade hier dieses, ne, schließe wieder ein Portal und wieder eins, immer die gleichen Viecher, die da rauskommen und gewinne Macht und baue aus und mache immer dasselbe. Aber solange das alles noch von so viel Story und von so viel Gesprächen unterstützt wird und auch immer neue Gegenden kommen, in denen man das macht und sich hier nichts dauernd wiederholt, so lange ist mir auch ein gleichbleibendes Prinzip egal. Boah, weil ich ja ein Story-Mensch bin. Also, wenn ihr wollt, könnt ihr mich noch bestimmt eine ganze Weile hier drin begleiten. Ich sag da mal, bis morgen. Tüdelö.